Hey und Leute, herzlich willkommen zurück zu... Timer starten? Nein, zurück zu... Let's Play Minecraft Tackled! Mit dem Testserver. Ich habe inzwischen die ganzen Ressourcen wieder aufgebaut. Oh Mann, habe ich gefarmt. Man sieht, ich habe wieder ein paar Ressourcen-Diamanten, habe ich keine mehr. Die habe ich alle verbraucht für ein Alchemy Bag. Und für dementsprechend auch und den zweiten für Covalience Dust. Und das muss ich halt erstmal wieder warten. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet zum Bauen. Eines habe ich natürlich wieder vergessen, und zwar brauche ich noch 5 von denen. Und die 5 schmelzen wir kurz ein. In der Zwischenzeit haben wir genug Zeit für die anderen Sachen. Erstens will ich eine Sache bauen. Oh, ich brauche noch ein Stück Zinn. Klasse. Ich will nämlich das folgende Item bauen. Und zwar... Oh, jetzt stecken sie auf einmal höher. Ach, keinen Plan, warum. Packertron. So, ein Backpack. Und, das zweite Item. Ein Electric Tree Tab. Und das dritte Item. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier und das hier. Chainsaw. Ich finde das nämlich nicht sinnvoll, hier immer mit einem Speer drum zu laufen. Ich werde natürlich eins mitnehmen, für alle Fälle. Hier in der Kiste ist es schön sicher. Aber naja. Und dann würde ich sagen, fülle ich erstmal die Chainsaw auf. Weil ich habe so viele Tree Tabs immer geerntet und dann sind die ständig kaputt und das kann ich nicht haben. Und aus dem Grund, übrigens unsere Tree Farm ist leicht erweitert worden, minimal zumindest. Was wird gleich nach. Und ich habe eine Uhr gebaut. Weil es mich aufgeregt hat, dass ich ständig in meiner Mine bin. Die werdet ihr gleich sehen. Sobald ich hinkomme. Also es hat mich halt immer aufgeregt, da ständig irgendwelche Dingsprobleme mit zu haben. Ah, hier ist nichts mehr drin. Sehr schön. 63 Stück, schön. Ist hier noch was drin? Ja, der ist noch am Macerate. Das sollte aber hoffentlich funktionieren. Das dauert ja ewig. Ich sollte mal durch die Nacht schlafen, dass wir auch am Tag wieder Energie produzieren. Ich weiß gar nicht, wie viel EU das im Moment produziert. Keine Ahnung. Dafür bräuchte ich mal einen EU-Detektor. Nein, EU... Das Ding hier. Reader. Aber dafür brauche ich Glowstone. Glowstone habe ich noch nicht, dafür muss ich erstmal in Nether. Okay, ich nehme jetzt die Bedbox einfach mal raus. Der Vorteil ist halt, das draint halt von da. Und ich habe ein bisschen Farming angefangen. Das hat mich nämlich... Ich dachte mir, dass es euch nicht so spannend ist, wenn ich hier 20 Minuten lang nur rumstehe und meine Farm aufbaue. Meine kleine Farm, wie es im Moment hier aussieht. Langsam wird's schon. Die ganzen Sachen wachsen. Ich habe das halt hauptsächlich mit Bone Meal gemacht. Knochen Maceraten bringt 5 Knochen pro Stück. Hier meine Mine extra mit Glasdach, weil auf nahezu Bedrock, wenn wir nicht runterfallen. Also ich habe hier Diamanten in der Mine gefunden. Und boah, jede Menge Materialien halt. Und dann ist mir eben der Platz ausgegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibt's Essen und dann schaue ich weiter. Und das ist ja... Ne, es ist nicht langsam. Es sollte ungefähr gleich so schnell sein wie die Dings, die ich vorher verwendet habe. Auch wenn wir jetzt Ressourcen verbrauchen, wie Kohle oder sowas, aber die können wir natürlich nutzen. Ich will demnächst dann auch mal die Buildcraft-Sachen produzieren, um den Water Strainer herzunehmen. Ich finde den cool. 2 EU per Tick. Und das ist dann doch noch ein bisschen mehr als, ja, oder ich werde wahrscheinlich gleich 2 Stück bauen wollen. Dann dürfte das richtig gut funktionieren und dann hoffe ich, dass es cool wird. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen machen. Und man sieht, der draint keine Energie aus dem Dings, aus der Waffe selbst und aus dem Badpack. Und das hat halt ein bisschen mehr Energie-Storage als das andere. Auch wenn ich eigentlich nicht die ganze Zeit hier meinen wollte, sondern langsam anfangen, dass wir anfangen, was zu designen. Aber ich will jetzt trotzdem nur kurz zeigen, was ich eigentlich die ganze Zeit gemacht habe. Übrigens F3, man sieht, wir sind auf Y-Ebene 3. Man sieht auch schon den Bedrock unten rausstehen. Also, jetzt sieht man sogar direkt den Bedrock. Das heißt, wir sind verdammt tief. Und ja... Damit haben wir die erste Mine, die wir gebaut haben, oder ich gebaut habe, aufgebraucht. Glaub mir, so viel Steine zu bauen war natürlich super spannend.
So spannend, sogar dass ich einen kompletten Stack Stein hab einschmelzen lassen. Den hätte ich vielleicht da lassen sollen. Wie hier unten ist klar, da ist einfach nichts mehr. Hier waren irgendwo drei Diamanten in der Nähe und dann seitdem nichts mehr. Bisschen Zinn, aber das kümmert ja nicht wirklich jemanden. Ich will trotzdem hier wegmachen. Bedrock hält zwar alles auf, aber... Ja, ich hoffe, dass wir keine... Nö, Löcher im Void gibt's... Löcher im Bedrock gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Ich bin froh, dass es jetzt funktioniert. Stimmt, heute habe ich das Intro fürs... das Ende... das Dings-Video gemacht. Das Endvideo vom... Verdammt. Wie ist das Ding? Von... dem Spiel von... Dingsmod halt. Das war ein Fail. Dingsmod... Ach, verdammt. Von Let's Play Minecraft Pickup, das Outro-Dings, wo auch hierfür das Video hier einleitet. Okay, hier ist nicht mehr viel. Auch wenn ich ja schon mal einen Diamanten hatte, die an so einer Position gespawnt sind. Bam. Gut. Sieht nach tiefem Bedrock aus. Bloß nicht runterfallen, würde jetzt meine Empfehlung sein. Schade, dass keine weiteren Diamanten sind. Ich bräuchte nur mal drei für meinen Drill. Ich glaube auch, dass der normale deutlich weniger Energie verbraucht als der andere. Und ich habe herausgefunden, dass man die Surfer auch mit den Eisen-Reparatursets reparieren kann, damit noch mehr Energie gewinnt. Man hört so ein bisschen die Chainsaw, die ist, hat einen guten Sound. Wie viel Tag haben wir? Halbzeit? Weil ich will jetzt nicht immer nur mit einer Axt rumlaufen, das fand ich irgendwie nicht mehr stilgerecht. Wir sind hier in der Tech-Welt und dann wollen wir auf einmal mit Billigdingern rumlaufen. Getting Wood. Man sieht, meine Achievements wurden wieder zurückgesetzt. Ich glaube, das ist immer, wenn IC2-Achievement erreicht wird. Fragt mich nicht warum, das ist einfach ein kleiner Bug. So, bald können wir... Wir brauchen schließlich für unseren zweiten Raum noch ein bisschen... Stimmt. Ich hatte vergessen, Chainsaw gilt als Schere gleichzeitig. Das heißt, wenn man die... man kriegt Leaves davon. Man kann es auch aber nicht für irgendwas verwenden, das ist das Blöde. Oder kann man Leaves verwenden für Biomass? Dafür bräuchte ich ihn. Stimmt, ich habe doch noch ein paar Sachen gemacht, wenn ich jetzt mal ganz kurz die Sache baue, die ich bauen wollte. Ja, eigentlich hätte ich was anderes vorgehabt vorher, aber das ist jetzt egal. Mache ich mal den aus. Das das Bedpack ist leer. Das geht so schnell. Dieses Drecksding leer zu kriegen. Und auffüllen. Was mir jetzt wichtig wäre, wäre zum Beispiel ein bisschen Eisen zu nehmen. So ungefähr 9 Stück. Und die hier erstmal einzuschmelzen, so lang. Dann brauche ich 6 von denen. 2 von denen. Dann brauche ich, glaube ich, Smoothstone. 7, sehr gut. Denn wir wollen nämlich ein ganz besonderes Item machen. Oh, keine Energie mehr. Ich lasse jetzt da doch nochmal ein bisschen Energie mehr drin. Weil sonst wird das hier nichts mehr. Ja, okay, die Eulensteine passen nur bei mir nicht so ganz. Aber wenn man die Minimap rechts oben anschaut, sieht man die... Das Gebäude, das sieht man einfach so schön. So nicht schnell ist sie, aber... Ach, das ist ja auch der Drill. Genau, das geht schneller. Ich ziehe das Backpack mal an. Einfach so, zum Spaß. Ich muss unbedingt mal Obsidian abbauen. Ich kam aber noch nicht dazu. Alloy könnten wir demnächst mal was machen, aber ich glaube, wir könnten als nächstes erstmal... Habe ich eine Eisenspitzhacke? Nope. Stimmt, habe ich ja nicht mehr gehabt. 1, 3. 3 habe ich gesagt. 2 von denen habe ich schon. Und 1, 2, 3. Dann brauche ich ein bisschen Redstone. Habe ich bereits, aber ich brauche noch ein Stück mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein bisschen Glas brauche ich demnächst. Das heißt, ich würde sagen, wir schmelzen mal ein bisschen was ein. In der Zwischenzeit kümmere ich mich mal ganz kurz
um das Item hier. Dann brauche ich einen Maschinenblock, den ich noch nicht habe. Haben wir schon einen Maschinenblock gebaut? Natürlich. Stimmt, mehrere sogar. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gib den Kompressor. Und das ist das letzte Item, das man wirklich unbedingt noch braucht. Den stelle ich jetzt hier hin. Der Kompressor ermöglicht das. Ich brauche mal ein bisschen Kohle. Ein halber Stack sollte genügen. Und der wird gemacerated. 6 Glas ist noch nicht genug. Ich brauche mehr. Habe ich überhaupt noch Sand? Ne, ich habe keinen Sand mehr. Das heißt, ich muss mal ein bisschen Stein maceraten. Das wird natürlich eine Weile dauern. Egal, dann brauche ich so lange das Item, das ich bauen will. Das hier. Ah, ich brauche noch ein bisschen mehr Eisen. 4 Stück. 4, dann brauche Holz habe ich noch. Gut. Die Sachen hier. 1, 2, 3, 4. Gibt ein Wooden Gear. Wooden Gear nehmen mit Cobblestone umgeben. Gibt ein Stone Gear. Stone Gear umgeben mit Eisen. Gibt ein Iron Gear. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Dings geholt. Egal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Holen wir uns ein Mining Well. Und ich brauche nochmal ein bisschen Kohle. Tun wir hier nochmal 16 Stück rein. Bald geht mir die Kohle aus. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich sollte nämlich ein bisschen Holzkohle herstellen dann. 2 Stück, das genügt. Schmelze sie mal schnell ein. Oh, die Macerator sind so unglaublich langsam. Ich bräuchte mehr Solarpanels. Dort bräuchte ich langsam einen Generator. 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme einfach das ganze Eisen hier. Und 1, 2, 3 muss ich einschmelzen. Dann brauche ich einen neuen Ofen. Ofen, schön. Ofen kombiniert man mit 5 Eisen. 1, 2, 3, 4, 5. Und mit 3 natürlich sind das auch 8, aber dafür muss man eins weniger einschmelzen. Deshalb lohnt sich das Rezept hier noch. Oh, und ich habe vergessen, dass ich noch 2 Redstone brauche. Oh, das ist Silber. 2 Redstone, 1 den. Das brauche ich nicht. Und dann werde ich die Nacht schlafen. Egal, dann mache ich das später. Das hier, 2 von denen. Batterien sind eines der Standardrezepte. Ich freue mich, sobald wir da mal ein bisschen besser das machen können. Iron Furnace und 1, 2, 3. Als nächstes brauche ich... ja, das macht ja den Chat auf. Hätte ich vergessen. Eins, zwei, drei, vier. Halt. Ich hole einfach mal ein paar mehr Sticks noch. 1, 2, 3, 4. Generator in die Mitte. Gibt 2 Watermills. Jetzt fehlt noch ein Tank. Tank geht über die folgende Art und Weise. Es fehlt mir noch ein Iron-Dings. Das heißt, ich schmelze hier mal 8 Stück von denen noch ein. Oder Moment, erstmal ein bisschen Sand. Das genügt vom Sand her. Den Rest kümmere ich mich später. Bisschen Eisen links und rechts. Gibt Iron Transport Pipes. Oh, ich habe eine Sache vergessen. Und zwar brauche ich noch Water Pipe Waterproofing. Und das heißt, ich brauche Kaktus. Wie bekommt man Kaktus? Naja, werden wir gleich sehen. Nämlich indem man eine Wüste findet. Oh, ich wollte noch eine Sache machen, fällt mir gerade ein. Denn das hier ist nämlich nicht geladen, während ich nicht da bin. Und darum muss ich mich jetzt mal kümmern. Und zwar, wenn ich Lapis kombiniere mit Iron, bekomme ich Teleport Tether. Ich hänge den jetzt einfach mal in die Decke. Und der sorgt dafür... Oh, ups. Ja, genau. Man sieht jetzt, was hier alles an Chunks geladen ist.
Und das heißt, das ist auch richtig gut. Boah, das ist mittig, ist relativ mittig im Chunk drin sogar. Das ist interessant. Zwei sind es hier und da ist ein bisschen mehr, okay. Auf 9, das ist doppelt doof mit dieser Doppelbelegung. Genau, jetzt hole ich mir das erste Mal den Dings. Oh, ein neues Hühnchen ist gespawnt. Schön. Sehr, sehr schön. Aber ich brauche es nicht. Ich brauche hier die Sachen. Wo ist das Ding, das ich suche? Dim, 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 dim. Ah, übrigens, die Koordinaten hätte ich auch ohne F3 Antwort suchen können. Da sind einiges an Ressourcen. Hier ist Sand. Vielleicht finden wir einen schönen Kaktus. Hier sind noch mehr Chicken. Fast schon schön genug für Wings. Wow, 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 wow. So, hat sich wieder eingekriegt. Keine Ahnung, warum es jetzt so gelaggt hat. Wahrscheinlich wurde irgendwas Neues geladen oder so. Immerhin bin ich jetzt... Ich könnte natürlich noch meine Mine... ich meine meine Felder wenigstens noch in den Dings reintun. Ich bewege mich einfach relativ horizontal. Das ermöglicht es mir... zu sehen, einfach wieder leichter wieder zurückzukehren. Platsch. Ich bin mal zum ersten Mal nicht erschrocken. Das ist mal Überraschung. Positive Überraschung natürlich. Da bin ich auch froh drum. Ich könnte natürlich auch so rumlaufen. Ich glaube... Oh, ein Vulkan. Basalt. Schön. Oh, mit Junk Error. Ne, mit sehr, sehr seltsamen Spawn-Sachen aber dafür. Da stimmt was nicht ganz mit dem Wasser. Ich gehe mal lieber außen rum. Das sieht so seltsam aus. Wow. Schon wieder eine Wand? Warum sind denn da so viele Junk-Errors? Hier auch nochmal. Seltsam. Drüben sind Planes, aber das... Oh, das ist gut. Den nehme ich gern mit. By the way, Axe ist das richtige Werkzeug für die Dinger. Und wir haben hier eindeutig eine Axt. Eine Ravine. Schön. Aber das ist noch nicht das, wonach ich suche. Und zwar, wonach ich suche, ist immer noch eine Wüste. Eine schöne Wüste mit einem schönen Kaktus. Oh, und Kühe gibt's hier. Sehr gut. Kühe bringen Leder. So viel Wasser, das gefällt mir nicht. Ich brauche mal ein Crafting Table, dass ich ein kleines Boot bauen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boot. Ich habe genug Crafting Table für einen Augenblick. Ja, dann kann ich hier in die Richtung gehen, dann bleibe ich vielleicht nicht ganz in dem Wasser stecken. Boah, ist so viel seichtes Wasser überall. Das ist total irritierend. Ah, scheiße. Das war schlecht. Das passiert nämlich ziemlich leicht. Verdammt, lass mich da durch. Das gibt's doch nicht. Also, oh Mann, diese scheiß Blätter. Die zerspringen ja in den neueren Versionen von Minecraft zum Glück, aber das nützt mir jetzt natürlich hier nichts. Die Welt. Die Worldmap wird natürlich nur alle 24 Stunden aktualisiert. Ist eh auch toll. Was ist denn da los? Das sieht seltsam aus. Hier ist ein riesiger Wald. Hier sieht es kaum nach Wüste aus. So, danke für dein Leder. Danke für dein Nicht-Leder. Blödes Vieh. Natürlich kann man das übrigens auch durch IC2 kriegen. Industrial Craft 2. Crops helfen auch dabei. Stimmt, Crop Trampling wurde in einer der neueren Versionen behoben. Aber wir haben ja auch noch die ältere Version. Ja. Hey, wo kommst du her, du Skelett?
Chainsaw ist eine Waffe. Für die Leute, denen das noch nicht aufgefallen ist. Es ist eine gute Waffe. Also es lohnt sich direkt. Stimmt, der Glitch passiert gar nicht mal so oft. Oder passiert gar nicht. Das ist eine positive Überraschung. Hier wieder zurückzukommen wird lustig. Ne, im Treffen. Nö, das Problem ist, dass die Beutel doch zu teuer sind. Oh, ein bisschen Buildcraft-Öl. Stimmt, Buildcraft gibt's ja die Dings nicht. Dann werde ich wohl ziemlich viel aus Buildcraft mit IC2-Power machen. Indem ich die Konvertierung nutze. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie die funktioniert. Wird man sehen. Ich kann immer noch, im Zweifelsfall kann ich immer noch den Ölgenerator nutzen von dem Crossover-Mod. Warum interessiert mich der Schnee nicht? Vielleicht, weil ich den im Singleplayer zu oft gesehen habe. Oh, ein Dorf im fernen Land. Ein schönes kleines Dorf, allein für mich. Das sieht auch wieder nach ein bisschen Junk. Okay, das sieht seltsam aus. Wow. Ich muss mal kurz disconnecten und reconnecten. Wie gesagt, das ist ein... Wenn man die ID sieht, das ist egal. Oh! Das sieht schon eher richtig aus. So sollte das auch theoretisch aussehen. Interessant, dass es solche Glitches gab. In einem Dorf zu spawnen ist cool. Ups. Die nehme ich gerne mit. Die Setzlinge lasse ich da. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit den Leaves machen will. So. Ihr Dorfbewohner, tut mir leid, dass ich euch noch nicht handeln kann mit euch. Aber da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Dann geht das irgendwann. Oh, das sieht nach Dschungel aus. Schick, ein Dschungel-Biom. Auch wenn ich es nicht sonderlich brauchen kann. Aber dahinter ist eine Wüste. Okay. Das ist mal wieder typisch. Der Dschungel fängt den ganzen Wind ab. Ich sehe auch, dass Kakteen da sind sogar. Der Dschungel nimmt alles weg und... Oh, das ist ja fies. Und da muss ich wieder zurück. Yippie-yay-yay. Nö, yippie-yay-yo. Oh. Da ist ein Kaktus. Oho. Kakteen muss man aufpassen, dass man am besten den untersten Block mit zerbricht. Weil sonst fallen die Sachen in den Kaktus und das wäre schlecht. Ich nehme die Kakteen jetzt mal mit. Oh, da ist richtig schön große Wüste. Okay. Da ist ein Red Powered Baum, den brauche ich aber nicht. Oh, und ich habe Schaden und regeneriere mich nicht. Es wird bald Nacht, das ist schlecht. Oder gut, kann man je nachdem sehen. Ich habe noch genügend Power im Backpack, das ist gut. Es gibt ja später noch ein anderes Pack, das ein bisschen effektiver ist. Nennt sich Lab Pack. Und wir sind bei 23 Minuten, also ich werde mal den Heimweg antreten. Wir sehen uns im nächsten Part. See ya, Leute. Bye-bye.